Von Kinderschändern, die im Gefängnis brutal verstarben, bis hin zu den härtesten Gefängnissen. Hier sind die gefährlichsten Geschichten der Welt. Im Gefängnis gibt es eine Gruppe, von der jeder weiß, dass sie am unteren Ende der Gefängnishierarchie steht. Diejenigen, die Sexualverbrechen an Kindern begangen haben. Diese Insassen werden oft ziemlich brutal geschlagen und gefoltert und meistens geht es sogar noch weiter. Heute werden wir uns 20 Situationen ansehen, in denen es zu ihrem Tod geführt hat. Jonathan Watson, ein kalifornischer Häftling, der wegen Mordes einsaß, landete in einem Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe in Corcoran. Ein Leben im Studentenwohnheimstil, das die meisten als eine Verbesserung betrachten würden. Aber für Watson, es war ein Albtraum. Warum? Weil er gezwungen war, mit zwei der am meisten verachteten Kriminellen im Gefängnis zusammenzuleben, Kindesmissbrauchern. Sie wurden wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern unter 14 Jahren verurteilt und einer von ihnen war ein Kinderhändler. Nur 6 Tage nachdem einer von ihnen in die Kapsel verlegt worden war, war Watson bereits nervös. Er flehte die Gefängnisbeamten an, ihn zurückzubringen und warnte sie, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn sie es nicht täten. Doch seine Bitten stießen auf taube Ohren. Dann hatte einer der Kinderschänder am nächsten Tag die Dreistigkeit, sich vor allen Leuten die Sendung PBS Kids anzusehen. Eine dreiste Beleidigung, die man nur als solche bezeichnen kann. Watson sah rot, er packte seine Sachen und war bereit zu gehen, aber der Gefängnisberater wimmelte ihn einfach wieder ab. Watson beschloss, dass es genug war. Er schnappte sich den Stock eines anderen Zellengenossen und nahm die Sache selbst in die Hand. Nachdem er den ersten Missbrauchstäter erledigt hatte, suchte Watson den Kinderhändler auf und dachte sich, er könnte ja allen noch einen Gefallen tun. Als alles vorbei war, ging Watson ruhig zu einem Polizisten und gestand. Der Polizist, er glaubte kein Wort davon, bis er das Blutbad sah. Watson sagte später, es habe ihm lediglich darum gegangen, den Eltern dieser Kinder Gerechtigkeit zu verschaffen. Der 48-jährige David Bob starb an diesem Tag, während der 62-jährige Graham DeLuise Conti noch 3 weitere Tage durchhielt, bevor er in einem örtlichen Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Das ist Gefängnisjustiz, kalt serviert. Und das ist erst der Anfang. Als nächstes kommt der 35-jährige Andrew Alexander Thomas, verbüßte eine 35-jährige Haftstrafe wegen 12 Fällen von Kinderpornografie und 1 Falls von sexuellem Umgang mit Tieren. Zu den Opfern, denen er Schaden zugefügt hatte, gehörten Kinder im Alter von gerade einmal 2 Jahren. In der Blackwater River Correctional Facility in Florida kreuzte sich Thompsons Weg mit dem des 41-jährigen Angel Velez, eines Mannes mit einer eigenen dunklen Vergangenheit, der wegen bewaffneten Raubüberfalls, schwerer Körperverletzung, Entführung und eines früheren Mordes eingesperrt war. Am 27. Juli 2022 beschloss Velez, die Rolle des Richters, der Geschworenen und des Henkers zu spielen. Mit einem Stück zerrissenem Laken erwürgte Velez Thompson noch in seiner Zelle. Kein Zögern, keine Gnade. Dann, als wäre es ein ganz normaler Tag, ging er seelenruhig auf den Justizvollzugsbeamten zu und gestand, ich habe ihn getötet. Ein Schaumo weniger, um den man sich Sorgen machen muss. Derzeit sitzt Velez ohne Kaution im Gefängnis von Santa Rosa County. Am 9. März 2023 fand Ashley Brophos Leben ein wohlverdientes, brutales Ende, nachdem der 43-jährige Evan James Martin entschied, dass Brofo, ein verurteilter Sexualstraftäter an Kindern, es nicht verdiente, noch einen weiteren Tag zu leben. Er betrat Brophos Zelle, nahm ihn in einen tödlichen Würgegriff, verstärkte seinen Griff, zwang Brofo zu Boden, schlang seine Beine um ihn und erhöhte den Druck, bis Brofo das Bewusstsein verlor. Und um sicher zu gehen, stellte sich Martin mit seinem gesamten Körpergewicht auf seine Kehle, sodass Brofo nie wieder atmen konnte. Aber warum so weit gehen? Nun ja, Brofo war ein 40-jähriger Mann mit einer geistigen Behinderung, der ein 9-jähriges Mädchen aus einem Park in der Nähe seines Hauses in Double View gelockt hatte. Nur wenige Tage vor seiner Ermordung hatte Brofo sich der gegen ihn erhobenen Vorwürfe schuldig bekannt. Und doch war es am Ende nicht das Gericht, das über seine endgültige Strafe entschied. Aber diese Art der Gewalt war für Evan Martin nichts Neues. Er verbüßt bereits eine 11-jährige Haftstrafe wegen des versuchten Mordes an einem anderen Sexualstraftäter an Kindern im Jahr 2020. Er hatte messerähnliche Waffen hergestellt, mit denen ein anderer Häftling sein Opfer wiederholt erstach. Martin zeigte keine Reue für Brofos Mord. Tatsächlich gab Martin zu, dass er sehr schuldig sei, aber er war auch stolz.
Und für diesen Stolz wurde Martin zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe mit einer Bewährungsfrist von 21 Jahren verurteilt. Mario Waters, ein 35-Jähriger, der eine lebenslange Haftstrafe verbüßt, befand sich erst seit April 2023 in der Einrichtung in Tier Horty, nachdem er im März wegen Beteiligung an einem Komplott zur Ausbeutung eines unschuldigen 6-jährigen Mädchens verurteilt worden war. Er war in einem Fall verwickelt, bei dem ein junges Mädchen durch Waters und einen anderen Mann, die Marcus George, schwer misshandelt wurde und sich sogar sexuell übertragbare Krankheiten zuzog. Waters gab vor Gericht zu, dass er an der gezielten Ausnutzung der Minderjährigen beteiligt gewesen sei. Später enthüllte das Mädchen den Bundesermittlern die Einzelheiten, wie George und Waters ihr abwechselnd wehtaten, manchmal sogar im selben Hotelzimmer. Und das Schicksal, oder sollte ich sagen, Gefangene mit lebenslangen Haftstrafen spielen nicht mit. Denn er wurde nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Häftling im US-Gefängnis in Tier Horty, Indiana, tot aufgefunden. Am 15. Januar 2024 wurde Water später am selben Tag in einem nahegelegenen Krankenhaus für tot erklärt. Einzelheiten zu dem dafür verantwortlichen Bürgerwehrmann wurden nicht bekannt gegeben. Dieser 33-Jährige aus Ashford, Kent, beging einige der grausamsten Verbrechen, die man sich vorstellen kann, und missbrauchte zwischen 2006 und 2014 bis zu 200 Kinder. Er gab sich als gläubiger Christ, als Lehrer aus, als jemand, dem man seine Kinder anvertrauen würde. Aber hinter dieser Fassade war er ein Raubtier. Im Jahr 2016 wurde er zu 22 lebenslangen Haftstrafen verurteilt, nachdem er 71 Fälle von sexuellem Missbrauch zugegeben hatte, bei denen die Opfer teilweise erst 6 Monate alt waren. Die Ermittler fanden über 20.000 anstößige Bilder und Videos auf seinem Computer. Er versuchte sogar, aus seinen widerlichen Taten Profit zu schlagen, indem er die Veröffentlichung seines abscheulichen Materials im Darknet per Crowdfunding finanzierte. Tatsächlich war er zum Zeitpunkt seiner Festnahme gerade dabei, ein verdrehtes Handbuch für Pädophilie zusammenzustellen. Aber am 13. Oktober 2019 wurde Richard Huckle tot in seiner Gefängniszelle im Full Sutton Prison in East Yorkshire aufgefunden. Die Einzelheiten seines Mordes sind so extrem, dass sie nicht einmal in einem Video veröffentlicht werden können. Paul Fitzgerald hatte ihn mit einem improvisierten Messer angegriffen, was als langwieriger und grausamer Racheakt beschrieben wurde. Er wurde geknebelt, erwürgt, sexuell missbraucht, geschlagen und auf unvorstellbare Weise gefoltert. Und vieles, vieles mehr. Einfach gesagt, es war entsetzlich, brutal und barbarisch. Am 24. November 2020 wurde Fitzgerald zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er wird 34 Jahre lang nicht einmal auf Bewährung entlassen werden können. Am Morgen des 26. Oktober 2020 fanden Gefängnismitarbeiter im Charlotte County, Florida, den 48-jährigen Häftling James Palmucci mit einem Stoff um den Hals. Sie waren auf dem Weg, um ihm von einem angesetzten Gerichtstermin zu erzählen. Gegen Palmucci wurden 83 Anklagen wegen Kindermissbrauchs erhoben, darunter auch Verbrechen an Kindern ab 12 Jahren. Angeblich nutzte er Snapchat, um mit seinen Opfern in Kontakt zu treten, und sie fanden auf seinem Telefon Videos, die ihn mit einem von ihnen zeigten. Aber war es wirklich Selbstmord? Der Zeitpunkt kurz vor seinem Gerichtstermin gibt Anlass zum Nachdenken. Hat jemand im Gefängnis die Sache selbst in die Hand genommen? Höchstwahrscheinlich. Dieser Verbrecher war einst ein vertrauenswürdiger Priester, jemand, den man niemals verdächtigen würde, entpuppt sich jedoch als einer der gefährlichsten Täter. John Joseph Jack Jogan, ein amerikanischer katholischer Priester, missbrauchte jahrzehntelang seine Macht und das Vertrauen seiner Gemeindemitglieder, indem er gezielt unschuldige Kinder attackierte. Jogan wurde 1962 zum Priester geweiht und missbrauchte während seiner Zeit in der Erzdiözese Boston über 150 Jungen. Und jedes Mal, wenn es Gerüchte gab, hat die Kirche ihn dann aufgehalten? Nein, sie haben ihn einfach in eine andere Pfarrei versetzt. Wurde er wirklich bestraft, sogar als er 1984 nach wiederholten Beschwerden schließlich aus der Pfarrei St. Julia entfernt wurde? Ganz und gar nicht. Nach einer Behandlung seiner Pädophilie war er sofort wieder im Einsatz und führte seine Priesterpflichten weiter, als wäre nichts geschehen. Jahrelang schützte ihn die Kirche und verheimlichte seine Verbrechen, um ihr Image zu wahren. Doch dank des Spotlight-Teams des Boston Globe kam die Wahrheit im Jahr 2002 ans Licht. Im selben Jahr wurde Jogan wegen
wegen sexuellen Missbrauchs eines 10-jährigen Jungen verurteilt und ins Gefängnis geschickt. Und dort lernte er Joseph Drews kennen, ein verurteilter Mörder, der als Kind missbraucht worden war. Sie können sich vorstellen, wie es weiterging, als er von Jogan erfuhr. Am 23. August 2003 setzte Drews seinen Plan in die Tat um, an dem er einen Monat lang gearbeitet hatte. Er blockierte die Tür zu Jogans Zelle, fesselte ihn, knebelte ihn und erwürgte ihn mit einem Bettlaken. Aus diesem Grund wurde Drews wegen vorsätzlichen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Jogan fand im Alter von 68 Jahren ein gewaltsames, doch wohlverdientes Ende. Ein Vater kam zu dem Schluss, dass das Justizsystem nicht schnell genug agierte. Leon Gary Plochet nahm die Sache selbst in die Hand, als Jeffrey Doucet, ein Mann, der Plochets kleinem Sohn Joe die unsägliche Dinge angetan hatte, von der Polizei durch einen Flughafen eskortiert wurde. Doucet war ein Kinderschänder, der Joe nicht nur über ein Jahr lang missbraucht, sondern ihn sogar entführt und in ein Motel gebracht hatte. Am 16. März 1984 drückte Plochet direkt vor den Kameras den Abzug und nahm Doucet das Leben, bevor dieser jemals das Innere einer Gefängniszelle sehen konnte. Der Schuss war tödlich. Doucet fiel ins Koma und starb am nächsten Tag. Plochet saß keinen einzigen Tag im Gefängnis. Stattdessen kam er mit einer 7-jährigen Bewährungsstrafe, 5 Jahren auf Bewährung und mehreren 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit davon. Eines ist sicher, wenn es nicht Plochet gewesen wäre, wäre es ein verurteilter Sträfling im Gefängnis gewesen. Dieser abscheuliche Verbrecher hätte auf keinen Fall überlebt. Es handelte sich um eine weitere Routinekontrolle am 30. Juni 2019 um 23.30 Uhr, nichts Ungewöhnliches. Doch als die Beamten zur Mitternachtskontrolle zurückkamen, fanden sie Jimmy Ray Caruthers neben der Zellentür stehen. Und als sie mit einer Lampe hinleuchteten, war er da, Kevin, leblos auf dem Boden liegend. Was ist in dieser Zelle wirklich passiert? Nun, Kevin saß seit 1994 wegen einiger schwerwiegender Verbrechen im Gefängnis. Kindesmissbrauch, sexueller Missbrauch von Kindern unter 12 Jahren und sogar Körperverletzung an einem Polizisten. Im Jahr 2010 wurde er erneut verhaftet, weil er sich nicht als Sexualstraftäter registrieren ließ. Seine Haftstrafe verlängerte sich dadurch um fast 9 Jahre. Im Juli 2019, während er seine Haftstrafe verbüßte, beschloss Caruthers, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er erwürgte seinen Zellengenossen Kevin und trat ihm auf die Kehle, woraufhin er tot auf dem Zellenboden liegen blieb. Die Autopsie ergab, dass Kevin keine Chance hatte. Strangulation mit der Hand, Kopf- und Nackenverletzungen, Knochenbrüche, Prellungen, das volle Programm. Caruthers hätte im Februar 2021 in ein paar Jahren aus der Haft entlassen werden können, aber stattdessen gab er alles auf, nur um die Kinder von einem Sexualstraftäter zu schützen. David Ossis Ramirez, 56, wurde am 30. Juli 2019 aus dem Gefängnis von Duval County brutal herausgebracht. Sein Zellengenosse Paul Dixon, ein Mann, der seit seiner Jugend hinter Gittern saß, beendete Ramirez' Leben, indem er ihn schlug und seinen Kopf in eine Toilette steckte. Zwischen Ramirez und Dixon kam es zu einem Streit, der außer Kontrolle geriet und zu einer tödlichen Konfrontation führte. Als ein anderer Häftling den Mord miterlebte, hielt er den Mund. Denn im Gefängnis ist es so gut wie ein Todesurteil, ein Spitzel zu sein. Der Grund dafür war, dass Ramirez ein verurteilter Kinderschänder war, der wegen der grausamen Misshandlung eines 11-jährigen Mädchens lebenslang eingesperrt wurde. Der 79-jährige Sanderson, der 2 lebenslange Haftstrafen verbüßte, musste auf die harte Tour lernen, dass manche Verbrechen einen hinter Gittern zum gebrandmarkten Mann machen. Da er wegen des Missbrauchs seiner eigenen Enkelinnen verurteilt worden war, stand er bereits auf der schwarzen Liste der Gesellschaft, aber im Gefängnis lebte er auf geborgter Zeit. Im Jahr 2016 versuchte Sanderson, das Land zu verlassen, nachdem er wegen seines abscheulichen Verbrechens für schuldig befunden worden war. Aber die Polizei hat ihn erwischt. Spulen wir vor zu seinem Leben in der Century Correctional Institution in Florida. Und wie sie wetten können, dauerte es nicht lange, bis ihn jemand dafür büßen ließ. Er wurde tot aufgefunden, nachdem ihn ein Häftling angegriffen hatte. Im Jahr 2007 behaupteten die Eltern eines 3-jährigen Mädchens, Simpson, ein Prediger der Heslet Church of Christ, habe ihre Tochter missbraucht, während sie mit einer Miniaturen-Eisenbahn fuhr, die er in seinem Hinterhof betrieb. Bald meldeten sich weitere Opfer, insgesamt 12.
Und man könnte meinen, die Justiz würde schnell vorgehen, aber das war nicht der Fall. Simpson wurde unter Hausarrest gestellt, dann jedoch für zu verhandlungsunfähig erklärt und 2009 in eine staatliche Klinik eingewiesen. Diese gleiche Ausrede tauchte jahrelang immer wieder auf. Erst im Juni 2018 brachte ihn ein Haftbefehl schließlich zurück ins Gefängnis von Tarrant County. Und es überrascht niemanden, dass David Faustino Flores, ein 42-Jähriger aus Fort Worth, nun wegen Mordes angeklagt ist. Flores attackierte ihn direkt vor den Augen eines Gefängniswärters und zweier Krankenschwestern. Er schlug wiederholt auf Simpson ein, schlug dessen Kopf auf den Beton und setzte den Angriff fort, selbst als die Beamten versuchten einzugreifen. Simpson starb kurz nach 3 Uhr morgens an schweren Kopfverletzungen. Gegen Simpson wurden 10 Fälle schwerer sexueller Nötigung eines Kindes, 3 Fälle unsittliche Berührung und ein Fall fortgesetzten sexuellen Missbrauchs eines Kindes unter 14 Jahren angeklagt. Shane Goldsby hatte in seinem Leben bereits einige Fehler gemacht, aber nichts hätte ihn auf den Horror vorbereiten können, der ihn hinter Gittern erwartete. Er wurde gewaltsam mit dem Mann in eine Zelle gesperrt, der seine Schwester gequält hatte. Bei dem Mann handelte es sich um Robert Munger, einen 70-jährigen verurteilten Kindesvergewaltiger, der gerne mit seinen abscheulichen Verbrechen prahlte. Er besaß keinerlei Menschlichkeit mehr und verbüßte eine 43-jährige Haftstrafe für eine Reihe von Straftaten, die zu abscheulich waren, um sie zu wiederholen. Und er besaß die Dreistigkeit, seinem neuen Zellengenossen Einzelheiten davon zu erzählen. Doch in einer von Mungers Geschichten erkannte Goldsby, dass das Opfer seine eigene minderjährige Schwester war. Goldsby flehte die Wärter um einen anderen Zellengenossen an, aber sie ignorierten seine Bitten. Goldsby hatte keinen Ausweg mehr und seine Wut kochte über. Er griff Munger an einer Gemeinschaftsfläche an, verpasste ihm 14 Schläge ins Gesicht und auf den Kopf, gefolgt von 4 brutalen Tritten, und ging dann weg. Munger hat nicht überlebt. Goldsby wurde wegen Mordes zu fast 25 Jahren Haft verurteilt. Ehrlich gesagt war dies ein Systemfehler. Caesar Pastrana war einst eine vertrauenswürdige Persönlichkeit in seiner Gemeinde und engagierte sich ehrenamtlich sowohl in seiner Kirche als auch in einer örtlichen Schule. Doch nach dieser scheinbar ganz gewöhnlichen Wochenendveranstaltung in der Northside Church änderte sich alles. Es kam Anschuldigungen auf, ein Haftbefehl wurde erlassen und bald kamen seine dunklen Geheimnisse ans Licht. Pastrana hatte sich nach einem früheren Zwischenfall mit einem Schüler an der Barber Middle School bereits auf dünnes Eis begeben, doch dieses Mal gab es kein Entkommen. 2012 wurde er für schuldig befunden, 9 Jungen sexuell belästigt zu haben. Das Urteil? Lebenslange Haft im Hancock State Prison. Aber seien wir ehrlich, das Gefängnis ist nicht gerade der Ort für zweite Chancen, insbesondere nicht für jemanden wie Pastrana. Pastrana hatte nie die Chance, seine Strafe abzusetzen. Eines Tages war gegen Mittag nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Häftling alles vorbei. Pastrana war tot und den Grund dafür muss ich Ihnen nicht näher erläutern. Epstein, der in diesem Video wahrscheinlich bekannteste Sträfling und Kinderschänder, braucht keine Einführung. Bei diesem Mann handelt es sich um einen verurteilten Sexualstraftäter, der von 2002 bis 2005 bis zu seiner Festnahme im Jahr 2019 mutmaßlich einen Menschenhändlerring mit Minderjährigen leitete. Am 6. Juli 2019 wurde er schließlich aufgrund einer Bundesanklage wegen der Leitung dieses Rings in Florida und New York festgenommen. Ganz zu schweigen davon, dass er angeblich Mädchen im Alter von nur 14 Jahren für sexuelle Zwecke anheuerte und sie auch benutzte, um andere junge Mädchen anzulocken. Im Falle einer Verurteilung drohte ihm eine Höchststrafe von 45 Jahren. Am 10. August 2019 wurde er tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Die offizielle Erklärung, Selbstmord durch Erhängen, aber da begannen die Gerüchte. War es wirklich Selbstmord oder steckte etwas Unheilvolleres dahinter? Wollte ihn niemand zum Schweigen bringen, bevor er seine einflussreichen Verbindungen ausplaudern konnte? DeAndre Austin, einst ein Straßenräuber in Richmond, wurde wegen wiederholten sexuellen Missbrauchs seiner 3 jungen Nichten verurteilt. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, da er sich mehrfach unangemessen verhalten und Minderjährige unter 14 Jahren betrogen und zu sexuellen Handlungen gezwungen hatte. Am 14. Oktober 2020 gegen 17.40 Uhr rief jemand "Mann am Boden". Als die Beamten Austins Zelle erreichen, finden sie ihn regungslos und unfähig, ihm zu helfen. Keine Stunde später wird er für tot erklärt. Todesursache: Mord. Alle Augen waren auf seinen Zellengenossen Rodney Jordan gerichtet. Es heißt, Rodney könne den Gedanken nicht ertragen, neben einem Kinderschänder zu leben.
Steven Sanderson, ein 51-jähriger Häftling, der bereits eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßte, war am Ende seiner Kräfte. Eine Zelle mit einem verurteilten Kindesmissbraucher zu teilen, war schon schlimm genug, aber als sein Zellengenosse, der 67-jährige Dyer, nicht aufhörte, seine abscheulichen Verbrechen zu rechtfertigen, rastete Sanderson aus. Zuerst verpasste er Dyer ein paar Schläge ins Gesicht, dann legte er ihm eine Kordel um den Hals und brachte ihn damit für immer zum Schweigen. Dyer, einst ein Bewohner der Gegend um Grand Haven, saß eine Haftstrafe von 25 bis 50 Jahren wegen des grausamen Verbrechens des sexuellen Missbrauchs ersten Grades an einem 9-jährigen Mädchen ab. Dieses Mädchen, das in der Nähe wohnte, besuchte manchmal sein Haus, wo er ihr Schäden zufügte. Eines Tages kam die Mutter des Mädchens ohne anzuklopfen herein, bemerkte sein krankes Verhalten und rief sofort die Polizei. Liam Dean, ein 22-jähriger Vater, wurde wegen des kaltblütigen Mordes an seiner neugeborenen Tochter Luna verurteilt, die gerade 2 Tage alt war. Während seine Partnerin Karen Bissette eine Pause machte, um sich auszuruhen, rastete Dean aus. Er schlug, drückte und schüttelte die kleine Luna, weil sie nicht aufhörte zu weinen. Er versuchte es zu vertuschen, indem er sagte, sie sei gestürzt, doch bei der Befragung kam die Wahrheit ans Licht. Nur einen Monat nach seiner Haftstrafe, am 12. November 2018, wurde Dean tot in seiner Zelle aufgefunden. Sein Zellengenosse John Westland, ein Mann, der bereits wegen Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung hinter Gittern saß, wurde des Mordes beschuldigt. Westland stritt alles ab, doch die Beweise waren eindeutig. Er hatte eine zerbrochene Aftershave-Flasche benutzt, um Deans Leben zu beenden, weil er das Neugeborene verletzt hatte. Anthony Palmer, ein 59-jähriger verurteilter Mörder, wurde am 11. Januar 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Im Jahr 1997 verschwand die 8-jährige Kirsten Hatfield spurlos. Fast 2 Jahrzehnte lang blieb ihr Verschwinden ein Rätsel. Das heißt, bis 2015 Fortschritte bei DNA-Tests Palmer mit dem Verbrechen in Verbindung brachten. Blut auf der Fensterbank von Kirstens Schlafzimmer und in ihrem Hinterhof weggeworfene Unterwäsche wiesen alle auf den Mann hin, der nur 2 Häuser weiter wohnt. Palmer wurde verurteilt und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Gefängnisstrafe entpuppte sich jedoch als Todesurteil. Sein Zellengenosse Raymond Pilado, ein Mann, der bereits wegen 3-fachen Mordes im Gefängnis saß, hat Palmer nicht nur getötet, sondern sich dabei auch noch viel Zeit gelassen. Er erwürgte ihn mit einem Verlängerungskabel und versetzte ihm brutale Schläge im Hinrichtungsstil. Nun ist Pilado selbst kein Unschuldiger. Er saß wegen Tötungsabsicht, 3-fachen vorsätzlichen Mordes und weiteren Anklagen ein. Und jetzt hat er ein weiteres Leben zu seiner Liste hinzugefügt, während er mehrere lebenslange Haftstrafen verbüßt. Matteo Condolucci, von Beruf Sicherheitsbeamter, wurde wegen sexuellen Missbrauchs von 2 Kindern verurteilt. Das erste Mal im Jahr 1994, als er einen 5-jährigen Jungen verletzte, und das zweite Mal im Jahr 2007, als ein 13-jähriges Mädchen sein Opfer wurde. Im ersten Fall saß er nur 5 Jahre im Gefängnis, im zweiten nur 2 Jahre. Das brachte bei vielen sicherlich das Blut zum Kochen. Aber das ist noch nicht alles, denn er wurde sogar beschuldigt, seine eigene Tochter sexuell belästigt und häuslich misshandelt zu haben, bis sie ein Teenager war. Kurz gesagt, er war ein Albtraum, aber was er nicht wusste war, dass der Tod direkt vor seiner Haustür auf ihn zukommen würde. James Fairbanks, ein Lehrer und Vater von 2 Kindern, nahm die Sache selbst in die Hand. Am 14. Mai 2020 war Fairbanks mit einer Pistole bewaffnet zu Condoluccis Haus gegangen. Seine Absicht war es, Condolucci einzuschüchtern, nachdem er gesehen hatte, wie er von seiner Einfahrt aus spielende Kinder beobachtete. Als Condolucci die Tür öffnete, verlor Fairbanks keine Zeit. Er begann, ihn zu bedrohen, doch als der Täter auf ihn zukam, drückte Fairbanks ab. Die erste Kugel traf Condolucci in die Stirn, gefolgt von mehreren weiteren, die seinen Rücken und seine Brust trafen. Insgesamt wurde Condolucci 7-mal angeschossen. Fairbanks plädierte auf No Contest, also keine Anfechtung des vorsätzlichen Mordes. Am 14. Juli 2021 wurde er zu einer Gefängnisstrafe von 40 bis 70 Jahren verurteilt, was sein Schicksal hinter Gittern besiegelte. Dieses Video hat eines deutlich gemacht. Jemand, der bereits eine lebenslange Haftstrafe erwartet, ist weit
weitaus fähiger und furchtloser, diese Kinderschänder vor Gericht zu bringen, als jedes Gericht der Welt. Und in gewisser Weise ist das eine Schande, da die Menschen die Sache selbst in die Hand nehmen müssen, weil das Gesetz für diese widerlichen Kinderschänder nicht streng genug ist. Denn mal ehrlich, wer einmal ein Kinderschänder ist, bleibt immer ein Kinderschänder. Warum sollte man sie überhaupt freilassen? Was ist Ihre Meinung? Was wäre, wenn ein Leben hinter Gittern mehr als nur Gefangenschaft bedeuten würde? Was wäre, wenn man dort so grausame Bedingungen ertragen müsste, dass einem der Tod selbst wie eine Erlösung erscheint? In manchen Gefängnissen auf der ganzen Welt fürchten selbst die abgebrühtesten Kriminellen um ihren Verstand. In diesem Video decken wir 10 der furchterregendsten Gefängnisse auf, die es gibt. Machen Sie sich also bereit, diese Reise ist nichts für schwache Nerven. Wir beginnen mit einer gruseligen Reise nach Russland. Das Black Dolphin Gefängnis ist einer der berüchtigsten Gefängnisse und liegt nahe der Grenze zu Kasachstan. In dieser Spezialeinrichtung sind die schlimmsten Verbrecher des Landes untergebracht, darunter Mörder, Kannibalen und Terroristen. Die Insassen werden hier sogar im Schlaf beobachtet. Diese Kontrolle geht so weit, dass Gefangene die Augen verbunden werden, wenn sie ihre Zellen verlassen, damit sie den Grundriss des Gefängnisses nicht sehen können. Telefone und andere Kommunikationsmittel mit anderen Häftlingen sind verboten. Und die Gefangenen dürfen sich nur eine Stunde am Tag in einem kleinen Käfig sportlich betätigen. Die Einsamkeit ist so tiefgreifend, dass sie die meisten Gefangenen in den Wahnsinn treibt. Aber dieser nächste Ort könnte sogar die willensstärksten Kriminellen zur Weißglut treiben. Willkommen im Gefängnis La Sabaneta in Kuba, wo der Wert eines menschlichen Lebens jeden Tag sinkt und jeder auf sich allein gestellt ist. Dieses Gefängnis befindet sich in Maracaibo, Venezuela und war nicht nur für seine Überbelebung, sondern auch für die völlige Anarchie im Gefängnis berüchtigt. Ursprünglich für 700 Gefangene gebaut, beherbergt es heute über 4000 Insassen in einem baufälligen Gebäude. Doch Überbelegung ist nicht nur die erste Seite der Übel von La Sabaneta. Darunter brodelt ein kriminelles Kriegsgebiet, in dem die überforderten und zahlenmäßig unterlegenen Wachen ihre Arbeit fast an brutale Banden verlieren. Dabei handelt es sich um organisierte kriminelle Banden, die gewalttätige Kontrolle über Gefangene ausüben und das Gefängnis als Kampfgebiet nutzen, auf dem es täglich zu Aufständen, Morden und Übergriffen kommt. 1994 kam es in diesem Gefängnis zu einem der grausamsten Massaker in der Gefängnisgeschichte, bei dem an einem Tag mehr als 100 Insassen getötet wurden. Aber wenn man glaubt, dass es in La Sabaneta nicht schlimmer geht, was für ein Ort könnte seine Gefangenen in die dunkelsten Tiefen menschlicher Verzweiflung treiben? Tief im Herzen Afrikas liegt das Gitarama-Gefängnis, ein Ort, gegen den La Sabaneta fast harmlos wird. Gitarama war für die Aufnahme von nur 400 Häftlingen ausgelegt und ist heute überfüllt. Mehr als 6000 Häftlinge drängen sich in jeder Ecke des Gefängnisses. Die Bedingungen sind nicht nur unmenschlich, sie sind albtraumhaft. Es gibt keinen Platz, wo die Gefangenen sitzen oder sich hinlegen können. Sie werden in eine Zelle gesteckt und so festgekettet, dass sie sich nicht einmal bücken können. Sie stehen tagelang in einer Zelle, die mit anderen Gefangenen überfüllt ist. Hier gibt es kaum oder gar keine Vorkehrungen für persönliche Hygiene und Gesundheitsfürsorge. Daher sind Krankheiten weit verbreitet und Gefangene sterben oft an behandelbaren Krankheiten. Der Höhepunkt des Grauens in Gitarama ist jedoch der Kannibalismus. Da es keine Nahrung gibt, greifen manche Gefangenen auf Kannibalismus zurück und ernähren sich von Toten, um zu überleben. Aber gerade wenn sie denken, sie hätten das Schlimmste erlebt, erwartet sie ein Albtraum anderer Art. Aus dem Elend von Gitarama ziehen wir nun in die kalten, kalkulierten Grenzen von ADX Florence in Colorado, USA. Dieses Hochsicherheitsgefängnis, das auch als Alcatraz des Rocky Mountains bezeichnet wird, ist eine Einrichtung für Einzelhaft und psychologische Kriegsführung und wurde mit dem Ziel errichtet, die Insassen psychisch zu erschöpfen. Hier sind die Häftlinge bis zu 23 Stunden am Tag in ihren Zellen eingesperrt und haben nur mit den Gefängniswärtern Kontakt zu anderen Menschen. Die Wände sind in einem klinischen Grauton gestrichen und unerbittlich kahl, was den Insassen Zeit und die Außenwelt vorenthält. Im ADX Florence ist Einzelhaft die Norm. Gefangene werden von ihrer Ankunft im Gefängnis bis zu ihrem Tod allein gehalten. Manche Insassen beginnen zu halluzinieren, andere verfallen in den Wahnsinn. Es ist ein Ort, an dem der Geist Stück für Stück zerstört wird, bis nur noch eine leere Hülle der Person übrig bleibt, die er einmal war.
Als nächstes gehen wir zum Gefängnis von Diyarbakir in der Türkei. Ein Name, der aufgrund der Folter und unmenschlichen Behandlung der Gefangenen bei vielen Menschen Schrecken auslöst. Dieses 1980 erbaute Gefängnis wurde sofort als einer der härtesten der Welt bekannt. Die politischen Gefangenen wurden in den 1980er und 1990er Jahren brutal gefoltert. Sie wurden geschlagen und mit Elektroschocks gefoltert. Und auch die psychische Folter wurde nicht außer Acht gelassen. Die Lebensbedingungen waren so schrecklich, dass die meisten Insassen Selbstmord begingen, um dem Leid zu entkommen. Man muss sagen, dass Diyarbakir bis heute eine Stadt des Leids ist. Mit Überbelegung, schlechten sanitären Verhältnissen und weit verbreiteter Gewalt. Es ist ein Gefängnis, in dem die Hoffnung ein und nie wieder auscheckt. Das Konzentrationslager Horyong, auch bekannt als Lager 22, war so tabu wie nur möglich und Nordkorea leugnete lange Zeit sogar seine Existenz. Es handelt sich um ein riesiges Gefängnis, in dem politische Gefangene und ihre Angehörigen festgehalten werden. Auch wegen solcher Vorgehen wie Aussagen gegen die Regierung. Die Gefangenen werden ausgehungert und zu Tode geschunden. Viele von ihnen werden zur Arbeit in Kohlebergwerken oder Fabriken eingesetzt. Menschen werden gefoltert, ausgehungert und hingerichtet, so oft wie in jedem anderen Gefängnis oder Konzentrationslager. Frauen im Lager bringen Kinder zur Welt, die im Lager aufwachsen und sterben, ohne jemals etwas außerhalb des Lagers zu erfahren. Aber wenn man durch ein Unglück in Lager 22 landet, gibt es keinen Ausweg, niemanden, an den man sich wenden kann, keinen Traum von einer besseren Welt. Wir bleiben in Nordkorea und besuchen ein weiteres Lager des Landes, Kwanliso 15, auch Jodok genannt. Wie Lager 22 ist Kwanliso 15 ein politisches Konzentrationslager, in dem die Gefangenen unbeschreibliches Leid erleiden. Sie müssen Zwangsarbeit leisten, hungern und werden unmenschlich behandelt, etwa gefoltert. Das liegt manchmal an geringfügigen Vergehen, manchmal auch einfach daran, dass sie mit jemandem verwandt sind, den das Regime als Feind betrachtet. Die Bedingungen in den Lagern sind so schrecklich, dass man den Tod als Flucht vor dem andauernden Leid betrachtet. Augenzeugen berichten, wie Menschen ohne Gerichtsverfahren oder Anhörung gefoltert und erschossen wurden. Das Kamiti-Gefängnis in Kenia ist einer dieser Einrichtungen, in denen die Überbelegung die Höchstgrenze überschreitet und zu einem Albtraum wird. Ursprünglich für 800 Gefangene gebaut, beherbergt es heute über 3000 Häftlinge. Die Umstände sind entsetzlich. Die Gefangenen müssen in überbefüllten und schmutzigen Zellen ohne angemessene Hygiene auf dem Boden liegen. Krankheiten sind weit verbreitet und der Mangel an Gesundheitseinrichtungen ist besorgniserregend, sodass einfache Krankheiten tödlich enden können. Die Ernährung ist unzureichend, was zu Unterernährung und Hunger unter den Menschen führt. Im Gefängnis kommt es täglich zu Gewaltausbrüchen und die Banden bestimmen das Leben im Gefängnis. Das Lurigancho-Gefängnis in Lima, Peru, wurde kürzlich als eines der gefährlichsten Gefängnisse Südamerikas eingestuft. Ursprünglich für 2500 Häftlinge gebaut, beherbergt es heute über 7000. Die Umgebung ist erbärmlich. Die Gefangenen schlafen in Strohdächern auf dem Gefängnisgelände. Das vielleicht faszinierendste Merkmal von Lurigancho ist die Art und Weise, wie das Gefängnis einer Stadt ähnelt. Es hat innerhalb seiner Mauern sein eigenes Geld- und Klassensystem. Die Gefangenen betreiben in der Einrichtung ihre eigenen Märkte, darunter Lebensmittelstände und sogar Friseure. Dieser Anschein von Normalität wird jedoch durch die ständige Bedrohung durch Gewalt überschattet, da es häufig zu Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden kommt. Die Korruption ist tief verwurzelt. Viele Häftlinge können sich durch die Bestechung bessere Bedingungen erkaufen oder sogar fliehen. Die Wärter, die schlecht bezahlt und schlecht ausgebildet sind, beteiligen sich oft bereitwillig an diesen illegalen Aktivitäten. Diese Korruption geht so weit, dass wohlhabendere Häftlinge sich Privilegien wie komfortablere Lebensbedingungen oder den Zugang zu verbotenen Gegenständen erkaufen können. Aber unser letzter Halt führt uns tief in die unerbittliche Wildnis Russlands.
Das Gefängnis auf der Insel Pitak befindet sich auf einer kleinen, einsamen Insel im Weißen See, der Teil der ausgedehnten und extrem kalten Region Vologda ist. Dieses Gefängnis ist praktisch ein Gefängnis der Einsamkeit. Die Insassen sind in kleinen und engen Zellen eingesperrt, die fast wie Kabinen aussehen. Diese Zellen sind kalt, feucht und haben keinerlei Annehmlichkeiten. Und selbst wenn sie ein kleines Bett, eine einfache Latrine und ein Fenster mit einer Öffnung von weniger als einem halben Zoll Breite bieten, ist der Ausblick nach draußen mit schneebedeckten Bergen und schneebedeckten Feldern genauso düster. Die Tatsache, dass sich das Gefängnis auf einer einsamen Insel befindet, stellt eine zusätzliche psychische Folter dar. Sie sind sich der Tatsache völlig bewusst, dass es keinen Ort gibt, an den sie gelangen könnten, selbst wenn sie sich irgendwie aus ihren Zellen befreien könnten. Die hygienischen Bedingungen sind nach wie vor katastrophal und aufgrund der Kälte und Enge verbreiten sich Krankheiten wie Tuberkulose leicht. Die Isolation und das unerbittliche, raue Klima sorgen dafür, dass Pitak nicht nur ein Gefängnis ist, sondern ein Ort, an dem die Insassen scheinbar aus der Existenz verschwinden und ihr Schicksal in der eisigen Stille besiegelt ist. Es ist eine einfache Tatsache. Wenn ihr jemanden einsperrt, wird dieser versuchen auszubrechen. Ob reines Glück, Planung oder die richtigen Verbindungen, Gefangene finden immer einen Weg zu entkommen. Deshalb haben wir die 10 besten Gefängnisausbrüche für euch auf Kamera festgehalten. Nummer 1. Zunächst einmal gibt es einen Ausweg, der seinesgleichen sucht. Im Juni 2011 hatte der verurteilte Mörder Trent Archie genug vom Gefängnisleben und tat sich mit seinem Häftling Davis McCleskey zusammen, um auszubrechen. Keine ausgefallenen Tricks oder versteckten Tunnel. Nur purer Mut und Timing. Diese beiden Typen verbrachten etwa 20 Minuten am Telefon und taten, als würden sie mit Archies Mutter plaudern. Sie vertrieben sich die Zeit und warteten auf den richtigen Moment. Als es den Wachen zu gemütlich wird und einer von ihnen die Tür öffnet, greifen Archie und Davis an. Und dann begann das totale Chaos. Sie fangen an, mit den Wärtern zu raufen, schlagen und treten auf sie ein und tun alles, was ihnen möglich ist. Einer der Beamten erleidet in der Messe sogar eine Kopfverletzung. Archie schafft es, im Chaos zu entkommen, aber Davis nicht wirklich. Er wird erwischt und zurück in seine Zelle gesperrt. Archie war 3 Tage lang auf der Flucht, bevor sie ihn schließlich einholten. Seine Mutter Jacqueline geriet in Schwierigkeiten, weil sie ihm beim Verstecken helfen wollte und, ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber gegen seine beiden, ja, 2 seiner Freundinnen, wurden ebenfalls Anklage erhoben. Als sie Archie zurückbrachten, behauptete er, er habe versucht zu fliehen, weil er keinen fairen Prozess bekomme. Dies brachte ihm jedoch nur eine weitere Anklage wegen des Fluchtversuchs ein. Nummer 2. Der 17-jährige Quentrell Schwarzloff wird direkt nach dem Schulbesuch wegen Körperverletzung vor Gericht gestellt. Man könnte meinen, er würde ins Schwitzen kommen, während er im Verhörraum sitzt und darauf wartet, dass die Polizisten anfangen, Fragen zu stellen. Aber Quentrell, er hat andere Vorstellungen. Statt sitzen zu bleiben, steuert er schnurstracks auf das Fenster zu, öffnet die Jalousien, stößt das Fenster hinaus und springt ohne nachzudenken kopfüber 3 Meter in die Tiefe. Nicht gerade eine übliche Exit-Strategie, aber hey, es hat funktioniert. Es dauert ganze 14 Minuten, bis irgendjemand überhaupt bemerkt, dass Quentrell weg ist. Doch Quentrells Glück verließ ihn schnell. 3,5 Stunden später fand ihn die Polizei im Haus eines Freundes. Anstatt seine Teenagerjahre zu genießen, thront Quentrell nun 4 Jahre hinter Gittern und weitere 4 Jahre Bewährung nach seiner Entlassung. Nummer 3. Man sieht einen Häftling, der ruhig und gelassen in seiner Zelle auf und ab geht. Dann tut er etwas Seltsames. Er bückt sich in die Dusche, spielt ein bisschen mit den Fingern, setzt sich hin, um seine Sandalen auszuziehen und plötzlich ist er weg. Verschwunden. Es stellte sich heraus, dass sich direkt unter der Dusche eine geheime Falltür befand, die dort versteckt war, wo die Kameras sie nicht sehen konnten. Und was war darunter? Ein Tunnel. Einer, der mit Licht, Belüftung und sogar einem selbstgebauten Schienenwagen zum Transport von Erde und Menschen ausgestattet ist. Der Tunnel führte 1 Meile weit zu einem einfachen kleinen Haus. Nichts Besonderes, aber gerade genug, um die Grabungsarbeiten geheim zu halten. Es mag euch wie eine Filmszene vorkommen, aber dies war kein gewöhnlicher Häftling. Es war der Spieler aller Spieler. Mexikos berüchtigter Drogenboss El Chapo Guzman. Der Mann, dessen Name in Teilen Mexikos sogar in Liedern auftaucht. Nummer 4.
Man könnte meinen, es wäre für jeden eine Erleichterung zuzusehen, wie der Müll von selbst rausgebracht wird. Aber für diese Beamten war es alles andere als das. Man sieht, wie Shane, Joe Sabe und Willie Ames Driver Müll in einen Müllcontainer werfen, dicht gefolgt von ihrem Vorgesetzten. Sie werfen den Müll hinaus und schlüpfen dann lässig um die Ecke des Müllcontainers, bis sie für den Bruchteil einer Sekunde außer Sichtweite sind. Aber dieser Sekundenbruchteil war alles, was sie brauchten. Und ehe man sich versieht, rennen die beiden los, als ob ihr Leben davon abhinge, und rennen in Richtung des Waldes hinter dem Gefängnis. Ein Suchtrupp aus 50 Beamten war vor Ort und versuchte, sie aufzuspüren. Das Einzige, was sie zunächst vorfanden, waren ihre grünen Häftlingsoveralls und Stiefel, denn sie hatten ihre Kleidung ausgezogen und waren nun in Unterwäsche abgehauen. Die Flucht des Fahrers dauerte nicht lange. Um 22 Uhr an diesem Abend tauchte er in einem nahegelegenen Apartmentkomplex auf und wurde noch in Unterwäsche und Socken festgenommen. Bei Safe dauerte es etwa 15 Stunden, bis die Beamten ihn schließlich in einem Versteck in einer Scheune etwa 5 Kilometer vom Gefängnis entfernt auffanden. Und so war die große Flucht vorbei und beide waren wieder am Ausgangspunkt. Nummer 5. Wenn ihr so seid wie ich, glaubt ihr vielleicht, dass es im wirklichen Leben nahezu unmöglich ist, mit einem Hubschrauber aus dem Gefängnis auszubrechen. Aber Benjamin Harden Barbeau und Danny Provenkel haben das Gegenteil bewiesen. Es ist der 17. März 2013. Ein junger Pilot soll im Rahmen eines eigentlich ganz normalen Wochenendflugs die Nordküste Montreals überfliegen. Doch statt der normalen Passagiere stößt er auf zwei verzweifelte Komplizen, die mit Pistolen bewaffnet sind. Sie weisen den Piloten an, zum Gefängnis zu fliegen und über einem Turm zu schweben. Dann lassen sie ein Seil aus dem Rucksack fallen. Die Insassen greifen nach dem Seil, wehren sich zunächst, doch im Nu sind sie in der Luft und hängen am Hubschrauber. Der Hubschrauber hob ab und die beiden Typen baumelten buchstäblich darunter. Der Hubschrauber flog ein Stück und landete dann auf einem offenen Feld. Die Männer stiegen aus, sprangen in ein Auto und machten sich direkt auf den Weg zu einem Hotel. Harden, Barbeau und Provenkel haben hier nicht aufgehört. Sie fuhren zu einer Hütte in Jersey, etwa 80 Kilometer vom Gefängnis entfernt, in der Hoffnung, dort unauffällig zu bleiben. Doch die Freiheit währte nicht lange. Die Polizei spürte sie auf und verhaftete bald darauf Harden Barbeau, Provenkel und ihre Komplizen. Am Ende wurde Harden Barbeau zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt, während Provenkel zusätzlich zu den 82 Monaten, die er bereits wegen Brandstiftung und Wohnungseinbruch verbüßte, 7 weitere Jahre bekam. So viel zum Ausleben ihrer Actionfilmträume. Nummer 6. Ein Häftling des Hochsicherheitsgefängnisses Gericino in Rio de Janeiro versuchte einen der bizarrsten Gefängnisausbrüche aller Zeiten, indem er sich als Frau verkleidete. Richtig, Clovino da Silva, ein berüchtigter Drogenbaron, entschied, dass sein Ticket in die Freiheit eine vollständige Verkleidung beinhaltete. Eine Silikonmaske, eine lange Perücke und Frauenkleider. Aber damit nicht genug. Er tauschte sogar die Outfits mit seiner eigenen Tochter, Anna Gabriele. Während sie in einer Gefängniszelle zurückblieb, versuchte er, als einer der Besucher verkleidet, durch die Vordertür hinauszugehen. Silva war bei diesem Abenteuer nicht allein. Er gehörte zu einer Gruppe von 7 Frauen, von denen eine schwanger war. Die schwangere Frau spielte eine Schlüsselrolle in dem Plan. Sie schmuggelte die Verkleidung hinein, obwohl sie genau wusste, dass die Gefängnisregeln eine Durchsuchung nicht zuließen. Und jetzt ging es schief. Silva hatte vielleicht das Aussehen, aber er konnte den Gang nicht ganz hinbekommen. Sein unbeholfener Gang auf High Heels und sein nervöses Verhalten ließen ihn wie einen bunten Hund auffallen. Den Wachen wurde schnell klar, dass etwas nicht stimmte. Und ihr werdet überrascht sein zu erfahren, dass er eine wichtige Figur in Rios größter Verbrecherbande ist, dem Roten Kommando. Nummer 7. Derek Estell, ein 33-jähriger mutmaßlicher bewaffneter Räuber und Autodieb, beschließt eines Tages, dass es an der Zeit ist, seinen Zug zu machen. Es sieht aus, als wäre er im perfekten Moment losgerannt, aber glaubt mir, das war kein Zufall. Das war alles geplant. Estell telefoniert über das Telefonsystem des Häftlings und wird dabei von 2 Beamten beobachtet. In diesem Moment kommt William Harding, ein Freund von Estell, hinzu und beginnt, mit den Beamten zu plaudern. Auf diesen Moment hat Estell gewartet. Blitzschnell springt Estell durch ein nahes Fenster und rennt zum Ausgang. Aber er rennt nicht blind links. Draußen wartet seine Komplizin Tamara Upshaw in einem Auto auf ihn und ist startklar. Die Beamten versuchen, sie aufzuhalten, aber es ist zu spät. Das Auto rast davon und lässt sie zurück. Das Auto wird ein paar Minuten später verlassen aufgefunden, aber Estell und Upshaw nirgendwo zu sehen. Und Derek Estell ist immer noch auf freiem Fuß. Nummer 8.
Das hier fühlt sich an wie aus einem Film, aber es ist wirklich passiert. Rustam Shakrudinov, einem 25-jährigen russischen Häftling, gelang ein Fluchtversuch, den man mit eigenen Augen sehen muss. Zuerst wirft er seine Kleidung durch eine winzige Futterluke und dann zwängt er seinen dürren Körper wie eine Schlange durch dieselbe Luke. Einen Moment lang sieht es so aus, als würde er stecken bleiben. Aber nein, er windet sich hindurch und verliert dabei beinahe seine Unterhose. Auf der anderen Seite schnappt er sich seine Kleidung, zieht sich an und schlendert davon, als wäre er nur ein Besucher. Dies alles spielte sich in einem Gefängnis in Izberbash, Dagestan, ab und Rustams Flucht verlief so reibungslos, dass die Behörden 2 Jahre brauchten, um ihn wieder aufzuspüren. Nummer 9. Am 2. September 2014 gelang es 3 Häftlingen, Gao Yulun, Li Haowei und Wang Damin, im Kreis Jiangsu in der chinesischen Provinz Heilongshan, erfolgreich aus dem Gefängnis zu fliehen. Der Plan begann gegen 6 Uhr morgens, als Gao Yulun darum bat, einen Anruf tätigen zu dürfen. Wärter Duan brachte ihn in einen Verhörraum, weil er dachte, es handele sich nur um eine weitere Routineanweisung. Doch sobald er drinnen war, trat Yulun in Aktion. Er griff den Wachmann an und seine Partner Li und Wang schlossen sich ihm an. Gemeinsam überwältigten sie Duan und erwürgten ihn, bis er nicht mehr lebte. Nachdem der Wachmann aus dem Weg war, nahmen sie die Schlüssel aus seiner Tasche und fanden Polizeiuniformen. Als Polizisten verkleidet, schlenderte das Trio einfach aus dem Gefängnis und passte sich der Umgebung an, ohne überhaupt Waffen zu benötigen. Innerhalb von 10 Tagen saßen alle 3 wieder hinter Gittern. Das Gesetz ging hart mit ihnen um. Am 13. November 2014 wurden Gao Yulun und Wang Damin zum Tode verurteilt, während Li Haowei für seine Rolle bei der Flucht eine lebenslange Haftstrafe erhielt. Nummer 10. Für den letzten gehen wir zurück zum 27. August 1995 nach Kopenhagen, Dänemark. Ein Reporter der Lokalnachrichten war zufällig im Kopenhagener Gefängnis, als wüsste er, dass etwas im Gange war. Und das tat er. Denn aus dem Nichts krachte eine Planierraupe von Caterpillar in die Gefängnismauer und riss ein riesiges Loch in die 26 Fuß hohe Barriere zwischen dem Gefangenenhof und der Hauptstraße. Einige Gefangene verpassten ihre Chance, doch etwa 1 Dutzend zögerten nicht, sprinteten durch die Lücke und rannten los. 3 von ihnen wurden recht schnell gefasst. Der Rest jedoch, darunter einige verurteilte Mörder und Drogendealer, verschwanden einfach. Es gelang ihnen, auf der Flucht zu bleiben. Wenn euch diese wilden Fluchtgeschichten gefallen haben... Man könnte meinen, Ruhm und Reichtum würden Prominente vor Ärger bewahren, aber manchmal geraten selbst die größten Stars mit den falschen Leuten aneinander. Sehen wir uns 10 Fälle an, in denen Prominente mit den falschen Gangs in Konflikt gerieten und es auf die harte Tour herausfanden. Nana Perücken. Als nächstes kommt Leslie Ann Pamelo Montenegro, besser bekannt unter ihrem Social-Media-Namen La Nana Pelucas, was übersetzt die Oma mit Perücken bedeutet. Mit ihrer Lockenperücke, der übergroßen Brille und ihrer lebhaften Persönlichkeit machte sie oft spielerische Bemerkungen über die Lokalpolitik in Acapulco und der Region Guerrero. Diese humorvolle Darstellung ernster Themen machte sie zu einer beliebten Persönlichkeit, doch sie musste dafür einen hohen Preis zahlen, dass sie ihre Meinung offen äußerte. Dieser Preis war ihr Leben. Sie hatte aus den falschen Gründen die Aufmerksamkeit eines örtlichen Politikers erregt, als sie andeutete, er sei möglicherweise in zwielichtige Geschäfte verwickelt. Kurz darauf tauchten in Acapulco Transparente auf, die sie fälschlicherweise mit einer kriminellen Vereinigung in Verbindung brachten. Dann kam der 5. Februar 2018. Sie war mit ihrem Mann in ihrem Restaurant. Zwischen 18 und 19 Uhr betraten 2 maskierte Männer das Lokal und schossen 2-mal auf sie, einmal ins Gesicht und einmal in den Bauch. Tragischerweise verlor sie den Kampf um ihr Leben. Es wurde behauptet, die Anführerin eines lokalen kriminellen Netzwerks in Acapulco habe den Angriff auf Montenegro angeordnet. Allerdings wurde niemand wegen ihres Todes angeklagt. Das passiert, wenn man die Wahrheit an einem Ort sagt, wo die Wahrheit tödlich sein kann. Die Beatles. Sogar die berühmteste und zeitloseste Boyband der Welt, ja, ich spreche von den Beatles, war von dem Zorn der Gangs nicht sicher. Aber ihr einziger Fehler hier war, dass sie einfach großartig waren. Das ist alles. Als ihre Karriere in den 1960er Jahren auf dem Vormarsch war, gab es viele, die an ihrem Erfolg, ihrem Ruhm und vor allem an dem Geld, das sie verdienten, teilhaben wollten. Der Mann, der alles unter Kontrolle hatte, war kein anderer als Brian Epstein, der Kid, der die Band zusammenhielt.
Er wurde zu der Kraft, die die Beatles vor den Craig-Zwillingen schützte, die damals berüchtigte Gangster im Londoner East End waren und in jedes erdenkliche organisierte Verbrechen verwickelt waren. Erpressung, Mord und was nicht alles. Aber selbst dann haben sie sich nicht versteckt. Nein, nein, nein. Sie waren ziemlich beliebt. Man könnte sie sogar als eine Art Berühmtheiten bezeichnen. Sie wurden zu Symbolen der Swinging London Szene und sie wollten am Erfolg der Beatles teilhaben, indem sie versuchten, die Rolle ihres Managers zu übernehmen. Dies würde ihnen nicht nur Geld einbringen, sondern ihnen auch Türen zu Einfluss und Kontrolle in der Musikindustrie öffnen. Der damalige Manager der Beatles war Brian Epstein, der zufällig auch schwul war. In den 1960er Jahren reichte dies allein schon für eine Erpressung aus, also hielt Epstein seine Sexualität geheim. Und um das Ganze noch abzurunden, sind Reggie Cray einige kompromittierende Fotos von Epstein in die Hände gefallen. Reggie sprach Epstein dann in einem schwulen Club an, offensichtlich nicht um Freundschaft zu schließen, sondern um ihn zu bedrohen. Er sollte Bilder von ihm veröffentlichen und seine Eskapaden mit einem Toyboy Dizz Gillespie enthüllen, der die belastenden Fotos zur Verfügung gestellt hatte. Und so begann die Erpressung. Epstein wurde unter Druck gesetzt, die Kontrolle aufzugeben, damit die Zwillinge die Manager der Boyband werden konnten. Der Glasgower Gangsterboss Arthur Thompson brachte die Crays jedoch letztlich von ihrem Übernahmeplan ab und warnte sie, eine Verbindung mit den Beatles würde ihrer Karriere schaden. Und so ließen sie sich nieder, mit massiven Zahlungen und Flüchen. Das stimmt. Einer der Zwillinge, Ronnie Cray, war sehr an schwarzer Magie interessiert und nun hatte er Epstein als Zielscheibe. Er belegte ihn mit einem Voodoo-Fluch, rezitierte Zaubersprüche und tanzte mit Schlangen, weil er glaubte, er könne Epsteins Leben zerstören. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat oder nicht, aber Epstein starb 1967, als diese Dinge Anfang der 1960er Jahre passierten. Dann versuchten die beiden ihr Glück bei einer anderen Band, The Kings, und es war sicher nicht einfach für sie. Der Pirat von Kuliasan. Ein Fehler kostete einem jungen Mann das Leben. Bei dem jungen Mann, der sich selbst der Pirat von Kuliasan nannte, handelte es sich um einen 17-jährigen mexikanischen YouTuber namens Juan Luis Lagunas Rosales. Er wurde im Jahr 2000 geboren und wuchs in Sinaloa, Mexiko auf. Mit 15 verließ er die Schule, zog nach Kuliasan und begann kleine Jobs anzunehmen, etwa als Autowäscher, während er nebenbei Videos drehte. Aber in seinen Inhalten ging es nicht um das Autowaschen, weit gefehlt. Er stellte seinen rücksichtslosen Lebensstil zur Schau. Er trat oft betrunken auf, nahm Drogen und hing mit den falschen Leuten herum. Mit 17 hatte er über 1 Million Follower auf Facebook und Hunderttausende auf Instagram. Im Leben drehte sich alles um Partys, Alkohol und, nun ja, ein bisschen zu viel Draufgängertum. Dann kam das Video, derjenige, der alles verändern würde. In einem seiner betrunkenen Schimpftiraden beleidigte Juan Nemesio Oseguera Cervantes, besser bekannt als El Mencho. Und wer sich mit der mexikanischen Drogenszene auskennt, weiß, dass man sich mit El Mencho besser nicht anlegen sollte. Er ist der Chef des CJNG, einer der skrupellosesten Verbrecherorganisationen überhaupt. Es war rücksichtslos, es war gefährlich und das war der letzte Fehler, den er jemals machen würde. Nur wenige Tage später, am 18. Dezember 2017, war Juan in der Bar in Jalisco und feierte wie immer. Dann stürmte eine Gruppe bewaffneter Männer herein und schoss auf ihn. 18 Kugeln. Er wurde nur aufgrund seiner Tätowierung identifiziert. Es wurden keine offiziellen Verdächtigen benannt und niemand verhaftet. Aber jeder, der aufmerksam war, hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wer dahinter steckte. So läuft das mit Leuten wie El Mencho. Juan hatte Pläne, weißt du, er wollte sogar sein Auftreten etwas verbessern und hoffte, sich in der Musikbranche einen Namen zu machen. Aber manchmal gibt einem das Leben eine zweite Chance und manchmal nicht. Die 42-jährige mexikanische Rapperin Yossi Locote war eine von denen, die keine zweite Chance bekam. Yossi Locote wurde am 20. Januar 1976 in Bakersfield, Kalifornien geboren, zog aber später nach Guadalajara, wo er sich einer örtlichen Straßencrew anschloss und begann, Gangster- und Hardcore-Rap zu schreiben. 2012 unterschrieb er beim US-Rap-Label Circolo Asesino und veröffentlichte 2012 sein Debütalbum 13 Hood Rules. Es dauerte nicht lange, bis er zu einem der meistdiskutierten Rapper des Landes wurde.
Die Leute liebten seine Authentizität, mit der er über das Leben auf der Straße und die Gangkultur schrieb, und zwar ohne Zurückhaltung. José war besonders mit Florencia 13 verbunden, einer Crew, die mit einer größeren Gang gleichen Namens aus Los Angeles in Verbindung stand. Diese Gang war einer der ersten, die entstand, als deportierte Mexikaner die Gangkultur mit in die Heimat brachten. Florencia 13 versuchte, seinen Einfluss in Guadalajara auszuweiten, geriet jedoch in Konflikt mit einer anderen mächtigen Gruppe, der CJNG, die schnell zu einer dominierenden Kraft wurde. Zu allem Überfluss machte er noch einen weiteren großen Fehler. Er kam El Cholo, einem bekannten Feind von CJNG, zu nahe. Diese Verbindung kostete ihn letztendlich das Leben. Am 17. April 2018 wurde José Locoto von einem lokalen Markt in Guadalajara entführt. Das geschah nicht zufällig, sondern mit Bedacht. 2 Tage später wurde seine Leiche gefunden. Berichten zufolge war er mit einem Schraubenzieher erstochen worden. Neben seiner Leiche befand sich eine Nachricht auf einer weißen Karte. Dies wird allen passieren, die weiterhin Cholo unterstützen. Und er wurde beschuldigt, auf die Seite eines Rivalen des lokalen Kartells in Guadalajara getreten zu sein. Compa Jorge. Dann gibt es noch Compa Jorge, mit bürgerlichem Namen Jorge Luis, einen beliebten YouTuber aus Culiacán, Sinaloa, Mexiko. Im Juli 2021 erlangte er mit seinen Storytimes und Vlogs, insbesondere über Autos und Geländewagenmodifikationen, Bekanntheit. Doch genau darum geht es. Berühmtheit zieht in Mexiko nicht nur Fans an, sondern erregt auch die Aufmerksamkeit der Kartelle. Jorge erzählte einmal von einer Begegnung mit einem der Söhne von El Chapo, die ihm gefährliche Aufmerksamkeit rivalisierender Gangs einbrachte. Schneller Vorlauf, am Montag, dem 18. April 2022, wurde Jorge vor seinem Haus in Culiacán angegriffen, als er mit einem Toyota nach Hause kam und aus nächster Nähe 10-mal auf ihn geschossen wurde. Man geht davon aus, dass er vor der Erschießung entführt wurde. Obwohl er in eine nahegelegene Klinik gebracht wurde, schaffte er es nicht. Aber raten Sie mal, ein Jahr vor seinem Tod hatte er eine Storytime veranstaltet, in der er von seiner Entführung erzählte. Er erklärte, dass er sich in einem zwielichtigen Viertel von Culiacán aufgehalten habe und nicht ganz nüchtern gewesen sei, als ihn ein paar Typen geschnappt hätten. Einer der Entführer habe eine Waffe bei sich, richtete sie ständig auf Jorges Kopf und spielte mit der Sicherung, was deutlich machte, wie schnell die Situation tödlich enden konnte. Der Typ mit der Waffe verhöhnte Jorge und schlug ihn sogar mit der Waffe. Trotz der Angst und des Schmerzes versuchte Jorge, ruhig zu bleiben. Er erklärte seinen Entführern, dass er die Schläge wie ein Mann ertragen könne. Doch am Ende flehte er sie an und sagte, wenn sie schon sein Leben beenden würden, sollten sie seinen Körper wenigstens irgendwo zurücklassen, wo seine Familie ihn finden könnte, und ihn nicht einfach in die freie Wildbahn werfen. Überraschenderweise wurde er dieses Mal freigelassen. Jetzt denken viele, dass vielleicht dieselben Leute zurückgekommen sind. 50 Cent. Und als nächstes kommt eine weitere Berühmtheit, von der sie vielleicht schon gehört haben, unabhängig davon, ob sie Rap-Fan sind oder nicht. Curtis James Jackson 3, besser bekannt als 50 Cent, der amerikanische Rapper, Schauspieler und Unternehmer. Am 24. Mai 2000 versuchte 50 Cent etwas aus seinem Auto zu stehlen, während seine Großmutter in der Nähe war. Dann wurde er vor dem Haus seiner Großmutter in South Jamaica, Queens, New York, Opfer einer Schießerei aus einem vorbeifahrenden Auto. Aus dem Nichts feuerte jemand 59 Schüsse ab. Sie haben richtig gehört. Glücklicherweise zielte der Schütze daneben und von seinen 59 Schüssen wurde 50 Cent nur 9-mal getroffen. Das ist keineswegs eine kleine Zahl, insbesondere weil er an den Händen, Armen, Beinen, Brust und sogar im Gesicht getroffen wurde. Nach mehreren Operationen und einem 13-tägigen Krankenhausaufenthalt ging es ihm fast wie neu. Aber warum wurde er angegriffen? Lange Zeit wusste niemand Bescheid. Einige spekulierten, dass es etwas mit Drogen zu tun hatte. Andere dachten, es sei etwas Persönliches. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen persönlichen Vorfall handelte, da es sich später herausstellte, dass der Angriff von Kenneth Supreme McGriff, einem bekannten Kriminellen, als Vergeltung für ein Lied organisiert worden war, in dem 50 Cent ihn beleidigt hatte. Wegen dieser vermeintlichen Beleidigung setzte McGriff angeblich ein Kopfgeld von $25.000 auf 50 Cent aus. Der Schütze Daryl Homo Baum, der Verbindungen zu Mike Tyson hatte, kam 3 Wochen nach dem Vorfall bei einer damit verbundenen Straßenschlacht ums Leben. Nach seiner Genesung veröffentlichte 50 Cent 2003 sein von der Kritik gefeiertes Album Get Rich or Die Tryin', das die Hitsingle In Da Club enthielt. Was das Ende seiner Geschichte darstellen sollte, entpuppte sich als das, was seiner Karriere neue Höhen bescherte. Edward James Olmos. Edward James Olmos, ein Name, den Sie wahrscheinlich schon einmal gehört haben.
Er ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent, der sich und sein Umfeld wegen eines einzigen Films zur Zielscheibe machte. Der Film, um den es geht? American Me, den er 1992 herausbrachte. Olmos führte nicht nur Regie, sondern übernahm auch eine Hauptrolle. Der Film befasst sich mit dem Aufstieg der mexikanischen Mafia, bekannt als La M, und lässt sich vom Leben von Rodolfo Cadena inspirieren. Das Problem? Cadena und die anderen Gangmitglieder waren nicht gerade begeistert von ihrer Darstellung. Dies führte dazu, dass Olmos zur Zielscheibe der mexikanischen Mafia wurde. Man könnte meinen, das Problem sei die Veröffentlichung ihres Lebens oder ihrer Geheimnisse gewesen, aber eigentlich ging es um die Art und Weise, wie er bestimmte heikle Szenen darstellte, insbesondere jene, in denen es um sexuelle Gewalt ging. Und vergessen wir nicht, dass dies auf dem Leben eines echten Bandenführers basiert. Die Szene, die für die meisten Probleme sorgte, betraf die Hauptfigur Montoyo Santana. Die Gangmitglieder waren außer sich vor Wut. Kritiker hielten die Darstellung für ungenau und die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Es wird gesagt, dass rund 10 Personen, die mit der Produktion des Films in Verbindung standen, unter ziemlich verdächtigen Umständen ihr Leben verloren. Offiziell ist die Zahl 3. Der erste bekannte Mord geschah nur 12 Tage, nachdem der Film in die Kinos kam. Charles Charlie Brown Manriquez, ein Berater und Mitglied von La M, wurde erschossen. Und dann waren da noch Anna Lisa Raga, eine Anti-Gang-Beraterin, die kurz nach Abschluss des Films auf tragische Weise auf ihrer eigenen Einfahrt getötet wurde. Nach der Veröffentlichung des Films wurde Olmos außerdem von Joe Pegleg Morgan erpresst, einem hohen Tier in der Gang. Aus Angst um sein Leben versuchte Olmos, eine Genehmigung zum Verstecken einer Waffe zu bekommen, doch die Behörden lehnten ab, da sie keine unmittelbare Gefahr sahen. Olmos war jedoch anderer Meinung und auch die Menschen in seinem Umfeld waren davon überzeugt, dass sein Leben in ernster Gefahr schwebte. Olmos lebte jahrelang mit dieser Angst, die ihm ständig im Kopf herumschwirrte. Peso Feder. Als nächstes haben wir Peso Pluma, dessen richtiger Name Hassan Emilio Cabante Laiha ist. Er wurde am 15. Juni 1999 in Zapopan, Jalisco, Mexiko geboren. Schon in jungen Jahren spielte er Gitarre und schrieb Lieder, die von regionaler mexikanischer Musik inspiriert waren. Schneller Vorlauf ins Jahr 2022, sein drittes Studioalbum Genesis schlug hohe Wellen und stieg auf Platz 3 der Billboard All-Genre Albumcharts ein. Das ist die höchste Platzierung, die ein regionales mexikanisches Musikalbum je erreicht hat. Aber wissen Sie, wenn sein Erfolg ohne Drama gewesen wäre, hätte er es nicht auf die Liste geschafft. Peso Pluma hat mit seiner Musik für Aufsehen gesorgt, vor allem weil er in einiger seiner Stücke Joaquin El Chapo Guzman, den berüchtigten Ex-Anführer eines großen Kartells, würdigt. So enthält beispielsweise das Lied Siempre Pendientes, an dem er mitwirkte, sogar einen Text, in dem er El Chapo ausdrücklich erwähnt, indem er auf Spanisch singt: Ich kümmere mich um den Platz von Herrn Guzman. Es war keine Überraschung, dass nicht alle damit zufrieden waren. Der CJNG betrachtete dies als ein Zeichen der Respektlosigkeit und eine Herausforderung seiner Autorität in bestimmten Gebieten Mexikos. Im September 2023 nahm die Dinge eine ernste Wendung, als in Tijuana als Narcomantas bekannte Banner auftauchten. Die Peso Pluma aufforderten, sein Konzert am 14. Oktober abzusagen. Auf diesen Transparenten wurde unverblümt erklärt, dass die Show, sollte er sie fortsetzen, aufgrund seiner respektlosen, losen Zunge sein letzter Auftritt sein würde. Tijuana ist ein Brennpunkt territorialer Streitigkeiten zwischen verschiedener kriminellen Gruppen und die CJNG ist dort eine der treibenden Kräfte. Die Texte von Peso Pluma, in denen er seine Loyalität zum Sinaloa-Kartell zum Ausdruck zu bringen scheint, gossen zusätzlich Öl ins Feuer. Angesichts dieser Drohungen beschlossen Peso Pluma und sein Team, das Konzert in Tijuana abzusagen, da die Sicherheit der Fans und aller Beteiligten oberste Priorität hatte. Er hat auch einige US-Shows verschoben. Zum Glück ist er noch am Leben. Chalino Sanchez. Chalino Sanchez, geboren als Rosalino Sanchez Felix am 30. August 1960 in Sinaloa, Mexiko, wurde zu einer Legende in der Welt der Narcocorridos. Lieder, die die Geschichte des Drogenhandels und des Lebens der Ausgegrenzten erzählen. Für ihn war das Leben kein Zuckerschlecken, denn er wuchs in einer armen Familie mit 8 Geschwistern auf. Doch als er gerade 15 war und seine Schwester entführt und angegriffen wurde, wurde es für ihn besonders hart.
Er wollte Rache und wartete 2 Jahre darauf, bis er sie 1977 bekam. Während einer Feier zur Feier der mexikanischen Revolution stand Chalino dem Täter El Chapo Perez Auge in Auge gegenüber und rächte sich, indem er ihn erschoss und ihm das Leben nahm. Doch nun wollte Perez Brüder Rache und so reiste Chalino 1977 ohne Papiere und auf der Flucht in die USA ein. Er trieb zwischen Oregon und Kalifornien hin und her, nahm jede Arbeit an, die er kriegen konnte und half seinem Bruder sogar bei der Leitung eines Einwanderungsschmuggelunternehmens. 1984 wurde Chalino gefasst und verbrachte einige Zeit im Gefängnis von La Mesa wegen geringfügiger Straftaten. Dies war ein Wendepunkt. Er begann, Lieder für seine Mithäftlinge zu schreiben, von denen viele Verbindungen zum Drogenhandel hatten. Sie bezahlten ihn mit allem, was sie konnten, Bargeld, Uhren, sogar Waffen. Aus diesen Geschichten entstand seine Musik, die Leben im Verborgenen eine Stimme gibt. 1989 nahm Chalino seine ersten Lieder auf, die vor allem in der mexikanisch-amerikanischen Community schnell Anklang fanden. Er hatte eine raue Stimme und seine Texte kamen direkt aus dem Herzen und sprachen vom wahren Leben der Menschen am Rande der Gesellschaft. Dann kam die Nacht des 25. Januar 1992. Chalino trat im Nachtclub Plaza Los Arcos in Coachella, Kalifornien auf. Ein Einheimischer namens Eduardo Gallegos, high und betrunken, fragte nach dem Lied El Gallo de Sinaloa. Kurz darauf sprang Gallegos auf die Bühne und feuerte 4 Schüsse auf Chalino ab. Obwohl er 2 Kugeln im Leib hatte, gelang es Chalino, seine eigene Waffe zu ziehen. Da diese jedoch Ladehemmung hatte, warf er sie nach Gallegos. Überall brach Chaos aus. Menschen wurden verletzt und leider verlor ein junger Mann namens Claudio René Carranza sein Leben. Sowohl Chalino als auch Gallegos wurden schwer verletzt, konnten jedoch überleben. Die Schießerei erschütterte Chalino. Er wurde vorsichtiger, gab seine Waffen ab und verkaufte die Rechte an seiner Musik an Mozart Records. Er bekam gerade genug Geld, damit seine Frau ein Haus kaufen konnte. Für seine Familie bedeutete das jedoch, dass sie in Zukunft keine Lizenzgebühren erhalten würde. Am 15. Mai 1992 war Chalino zurück in Mexiko und trat im Salon Bugambilias in Culiacán auf. Während seiner Show überreichte ihm jemand eine Notiz, bei der es sich vermutlich um eine Morddrohung handelte. Er las es, war einen Moment lang sichtlich verstört, entschied sich aber, mit der Vorstellung fortzufahren. Nach der Show verließ Chalino mit einigen Freunden und seiner Familie den Club. Ihr Fahrzeug wurde von Männern in schwarzen SUVs angehalten, die behaupteten, Staatspolizisten zu sein. Sie sagten, ihr Kommandant wolle Chalino sehen. Er vertraute ihnen und stieg in eines ihrer Autos. Am nächsten Morgen wurde seine Leiche in der Nähe eines Bewässerungskanals an der Autobahn gefunden. Er hatte verbundene Augen, an den Handgelenken waren Seilspuren zu sehen und er war 2-mal in den Hinterkopf geschossen worden. Jackie Chan. Und nicht zuletzt haben wir Jackie Chan, der Typ, der unsere Kindheit mit seinen Stunts und seinem perfekt komödiantischen Timing unvergesslich machte. Aber hier ist etwas, das Sie vielleicht nicht über Ihren Kindheitshelden wussten. Jackie war auch im echten Leben ein Draufgänger. Nun gibt es in China jede Menge Gangs, vor allem die Triaden. Diese Typen sind nicht nur im Drogen- und Menschenhandel tätig, sondern auch in der Erpressung, was der chinesischen Unterhaltungsindustrie oft das Leben schwer macht. Sie hatten 2 Möglichkeiten. Entweder sie zahlen diesen Schlägern eine riesige Summe Geld oder sie sehen zu, wie sie ihre Filmsets und Ausrüstung zerstören. Auch Jackie geriet ins Visier der Bande, und zwar oft. Als sein Ruhm wuchs, wollte ihn jeder in seinen Projekten dabei haben und Lo Wei war da keine Ausnahme. Als Jackie Anfang der 80er Jahre beschloss, Lo Wei für Willie Chan zu verlassen, nahm sich Lo Wei dies zu Herzen und wandte sich an die Triaden, um Jackie zur Kooperation zu bewegen. Und der Typ hatte nicht vor aufzugeben. Jackie hatte genug vom Chaos, packte seine Koffer und machte sich auf den Weg nach Hollywood. Aber die Triaden waren nicht bereit, ihn so einfach gehen zu lassen.